Hallo, grüße euch auf meinem Kanal. Ja, es gruselt weiter, weiter in der Hidden Side-Serie. Hier haben wir wieder ein neues Set, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist das die 70430, die U-Bahn. Und ja, hier draußen auf der Verpackung sieht man jetzt vom Set wieder nicht sehr viel. Das ist ja typisch bei diesen Hidden Side Sets. Also hier wird natürlich mehr versprochen, als man dann eigentlich bekommt. Also das ist eher so diese App-Sicht, würde ich mal sagen. Ja, hier tut sich halt viel wie so ein kleiner Gruselfilm. Ja, also das ist eher so diese App-Ansicht. Auf der Rückseite wird man dann ein bisschen mehr sehen, was das eigentliche Set angeht, wie es aufgebaut ist. Und hier sieht man, okay, es ist wieder die Parker dabei, der Jack und hier so ein ja, Bauarbeiter oder Arbeiter in der U-Bahn, der hier quasi besessen ist. Ja, das Set ist, finde ich, auf jeden Fall auch gelungen. Ich habe es mir zweimal gekauft und jetzt habe ich immer mal wieder so ein bisschen dran gewerkelt und ich dachte mir, also das sieht ja irgendwie nicht so richtig nach U-Bahn aus, weil U-Bahn bedeutet für mich irgendwie auch, ja, man hat hier so eine Röhre, einen Tunnel und der muss ja eine gewisse Tiefe haben und das hat dieses Set jetzt eben gar nicht, ne? Also das ist quasi nur so portalmäßig angedeutet. Aber viel mehr ist es eben nicht. Gut, es hat jetzt auch nicht so viele Teile, dass es das hergeben würde, aber da hätte man vielleicht doch von Lego-Seite auch ein bisschen mehr machen können. Mit ein paar wenigen Teilen, vielleicht einfach mit ein paar Panels diesen Tunnel einfach ein bisschen besser darstellen. So ist es quasi nur so diese Portalansicht. Okay, was haben wir da jetzt? Die Packung mal zur Seite. Und das gute Stück mal hier nach vorne geholt. Also, wie ihr seht, sieht es nicht so aus wie auf der Verpackung. Man hat hier doch ein bisschen mehr noch, was man hier sehen kann. Und zwar habe ich einfach eben aus diesen zwei Sets mit Hilfe von natürlich noch ein paar Extrateilen versucht, eben diese Röhren hier so ein bisschen auszugestalten. Wir haben hier diese zwei Nebenröhren, also das sind wahrscheinlich so Service-Tunnel oder was auch immer. Und hier eben dieser Haupttunnel, wo eben hier vorne auch diese U-Bahn angedeutet ist, die man halt hier so mit dem Hebel auffahren kann. Und dann kommt hier quasi dieses gruselige Monstergesicht raus. Das ist an sich von der Technik her super gemacht. Das läuft also hier quasi auf diesen Fliesen, die so die Schienen dann darstellen. Also das ist gut gemacht. Und dann gibt es halt diese Nebenröhren noch mit ein bisschen Extras. Also hier zum Beispiel diese Fliese mit dieser Zeitung drauf. Das ist eine gedruckte Fliese, aber alles andere sind quasi Aufkleber. Das ist soweit auch okay. Damit kommt man klar. Also hier ist zum Beispiel so eine Planke, wo man dann hier hoch gehen kann. Hier wieder der obligatorische Drehregler, der natürlich quasi in keinem Set fehlt für die App, diese Farbregler. Und dann drehe ich das Ganze mal rum und ihr seht, was auf der einen Seite rauskommt, muss in die andere Seite auch reinfahren sozusagen. Und hier habe ich diesen Mechanismus nochmal gebaut, weil ich habe ja zwei Sets und somit konnte ich natürlich auch die andere Seite der U-Bahn bauen. Und ja, also ich habe versucht schon diese Portalansichten quasi auf beiden Seiten sehr ähnlich zu bauen, weil es eben natürlich die Teile auch hergeben und ich mir da jetzt nichts unbedingt Neues ausdenken wollte. Von daher ist das quasi relativ identisch mit ein paar Abwandlungen. Und ich habe jetzt hier diesen großen Tunnel, habe ich jetzt mit so großen Bricks gebaut. Die sind nicht von Lego,
Aber damit kommt man halt schnell auf Masse und ich denke, das passt farblich auch ganz gut hier zu diesem Türkiston. Von daher habe ich mich dafür entschieden. Und ja, ich denke, das ist hoffentlich ganz gut gelungen. Könnt ihr mal eure Meinung ja mal schreiben. Also hier auch dieser Servicetunnel, den habe ich halt auch quasi auf der Seite ziemlich identisch zu der Seite gebaut. Zumindest was diese Abrundung darstellt. Ja, ich finde, das macht auf jeden Fall mehr her. Ich habe jetzt hier oben noch so als kleines Gimmick quasi so Service-Schächte gebaut, also Klappen, indem man dann in das Innere reinkommt. Ich versuche das hier mal zu kippen. Also im Prinzip sieht man natürlich da jetzt nicht viel, außer diese Anstöße von den dargestellten U-Bahnen, die auf beiden Seiten eben rausgucken. Also diese Technik hier, die gefällt mir eigentlich sehr gut. Das geht richtig smooth. Auf der anderen Seite hakt es noch so ein bisschen. Ich glaube, da muss ich den Anschlagpunkt nochmal versetzen. Aber das geht wirklich gut. Und die Figuren, die hatte ich jetzt hier neben liegen, hole ich auch nochmal herbei. Also da ist der Spencer dabei. Zeige ich euch jetzt nur kurz. Im Prinzip ist das ja bei vielen Sets der Check. Können wir hier mal hinstellen. Na, ist doch der Klassiker, oder? So, jetzt, der sich hier gerade ziemlich gruselt. Dann haben wir dieses nette Rad. Sieht so ein bisschen aus wie ein BMX-Rad. Die Parker in einem anderen Outfit. Und noch dieses Skateboard, was für den Check gedacht ist. Ja, was meint ihr dazu? Das war jetzt, das Set hier war jetzt auch im Angebot, deswegen habe ich es halt nicht zusammen, aber dann nach und nach fiel mir halt ein, Mensch, da könnte man noch ein bisschen mehr rausmachen und habe ich mir es halt nochmal geholt. Und ich denke, das lohnt sich jetzt hier bei so einem kleinen Set auch durchaus, dass man das eben zweimal hat, weil gerade für mich das eben so ein bisschen unvollständig war. Diese Ansicht, diese Portalansicht von einem U-Bahnhof, ja, das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Was ich noch überlegt habe, man könnte theoretisch jetzt hier dieses Gleis noch ein bisschen weiterführen. Es geht ja relativ einfach, das nochmal zu verlängern und könnte dann theoretisch sich hier noch so einen kleinen Bahnsteig oder sowas vorstellen. Das ist vielleicht nochmal so eine Ausbaustufe, die ich noch überlege. Mal schauen. Ja, die Anleitung, gewohnte Lego-Qualität und nichts Dramatisches, also ist jetzt keine große Herausforderung. Es sind letztlich 125 Bauschritte. Ja, eben ein paar Aufkleber, die aufgebracht werden müssen. Und insoweit keine große Geschichte. Achso, was ziemlich cool ist, finde ich, ist zum Beispiel diese schwarze Tür, die man ja oft bei größeren Lokomotiven oder Zügen bei Lego mittlerweile vergebens sucht. Aber hier haben sie zum Beispiel einfach nochmal so eine Tür auch integriert, die man auch öffnen kann, wenn man dann die Finger nicht so dick hat. Ja, also hier seht ihr, die Tür lässt sich einwandfrei auf und zu machen. Also an sich finde ich diese U-Bahn nur von diesem angedeuteten Endstück sozusagen wirklich gelungen. Da gibt es nichts. Kann man nicht meckern. Ja, also wie gesagt, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ist jetzt keine große Geschichte gewesen. Ich habe jetzt hier, ich bin natürlich jetzt auch nicht der Baukönig sozusagen. Ich habe mir einfach überlegt, wie kann man diese Röhren
einfach weiter nach hinten führen, dass es einigermaßen Sinn macht. Das ist jetzt farblich einfach dem auch geschuldet, dass ich hier so ein bisschen einen Farbmix drin habe, aber der ist ja in diesem Set sowieso. Also man hat hier dieses dunkle Grün, man hat dieses Sandgrün, man hat ein bisschen Schwarz, man hat ein bisschen Grau und diese Farben habe ich schon versucht aufzunehmen. Bei dem großen Tunnel eben nochmal dieses Hellblau, was ich finde aber auch ganz gut hier sich noch einfügt. Ja, aber die Meinung von euch interessiert mich halt eben auch. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Okay, das soll es hier von dieser Vorstellung erstmal gewesen sein. Bis dann, ciao.